bei einem spielerischen oder spielähnlichen Leben ist ja das große Problem, auf das ich immer wieder stoße. Was machen Menschen denn eigentlich gerne? Was ist ihr Spiel? Was machen sie gerne? Und ich freue mich sehr, habe ich heute eine Expertin dabei, die ich genau zu dieser Frage, diese Frage stellen kann. Herzlich willkommen, Christine Jung. Ja, hallo, grüß dich. Du bist ja genau bei diesem Thema unterwegs. Was machen Menschen denn wirklich, wirklich gerne? Und wie findet man das raus? Wie findet man das raus? Es ist wirklich etwas, was an meinem Alltag immer wieder ein Thema ist. Ihnen leuchtet völlig ein, dass Sie eigentlich so Ihren intrinsischen Motivationen folgen sollten, dass Sie das tun sollten, was Sie wirklich gerne machen, aber Sie wissen es nicht. Und teilweise sind sie schon seit Jahren dran, herauszufinden, was sie eigentlich wirklich gerne tun würden. Ich würde gerne zwischen zwei Punkten unterscheiden. Und zwar einmal der Frage, wie finde ich heraus, was mir Freude macht? Das lässt sich ziemlich einfach beantworten. Und das Zweite ist, was will ich wirklich, wirklich? Das ist eine ganz andere Nummer. Und ich würde gerne erstmal mit der Nummer eins anfangen. Das ist ja der Hintergrund meines Angebotes. Ich habe das sogenannte Wesenskernspiel entwickelt, was seit 2013 im Markt ist. Mit dem Prototyp habe ich schon 2011 gestartet und geht über drei Spielrunden und mit einem einfachen Einstieg. Und in der zweiten Runde, um deine Frage zu beantworten, geht es genau darum, Menschen zu fragen, was in deinem Leben hast du wirklich gerne gemacht, was hat dich wirklich interessiert, sofern es auf die Vergangenheit bezogen ist und natürlich auch auf die Gegenwart bezogen. Und zwar auf der Basis der eigenen Lebensbiografie in der Kindheit startend. Jugend, Erwachsenenalter beruflich, Erwachsenenalter privat und dann immer nur mit dem Fokus darauf, was war mit Freude besetzt. Um es mal ein paar konkreten Beispielen deutlich zu machen, in der Einstiegsrunde, das sind ganz allgemeine Kategorien, die man sich auswählen kann, einzig und alleine unter diesem Modus. Was ist mit Freude besetzt? Und dann hat vielleicht jemand für die Kindheit das Kärtchen Spiele ausgewählt. Und dann frage ich in der zweiten Spielrunde, was hast du denn als Kind gerne gespielt? Und dann sagt jemand, ja, muss einen Augenblick nachdenken, aber als Kind habe ich zum Beispiel sehr gerne im Sandkasten Burgen gebaut. Oder viele sagen natürlich dann auch Mutter, Vater, Kind. Oder was so die Klassiker sind. Ja? Also ganz individuell, was habe ich gerne gemacht, was war mit Freude besetzt? Und das versuchen wir so präzise wie möglich zu beantworten und schwupps ist die Frage schon beantwortet. Der Unterschied ist, wir bleiben nicht im Allgemeinen. Ich habe gerne Sandkastenburgen gebaut. Vielleicht lässt es sich noch präziser fassen. Das ist ganz individuell und entscheidet die eigene Person. Und wenn ich dieses Spiel durchlaufen habe, habe ich am Ende eine Fülle an Aussagen darüber, was ich wirklich gerne tue, was mit Freude besetzt ist, was mich wirklich interessiert. Ist das etwas, also können wir das wirklich so aus der Kindheit übernehmen, was wir in der Kindheit gern gemacht haben, machen wir auch heute noch gerne? Oder sind das auch so Entwicklungsphasen, sage ich mal, dass wir uns eben vielleicht mit 5 für etwas interessieren und mit 7 für etwas anderes und heute sowieso wieder für etwas anderes? Nein, das kann man nicht eins zu eins übernehmen, sondern es geht darum, also das ist zumindest der Hintergrund meines Ansatzes, den Leuten ein möglichst großes Portfolio darüber zu geben, was sie alles in ihrem Leben gerne tun und was sie wirklich interessiert hat oder eben noch tut. Und natürlich werden ganz viele Leute, das ist dann eher ein Thema, wenn es um die Weiterarbeit mit den Ergebnissen geht, dann sagen, naja, im Sandkasten Burgen bauen, nö, mache ich vielleicht nochmal mit meiner Tochter, meinem Sohn gerne, aber für mich selber hat das keine Bedeutung mehr. Sondern es geht mehr darum, sich das überhaupt nochmal bewusst zu machen. Und der eigentliche Faktor ist ja, und ich mache das mal an einem Beispiel deutlich, denn das ist das Ziel der dritten Spielrunde. Ich habe zum Beispiel sehr gerne als, naja, da war ich so im Übergang Kind zu Jugendlichen, Wohnungen gezeichnet. Ich habe immer gerne mit Bleistift und Zeichenpapier Inneneinrichtungen gezeichnet und mir immer hatte ich ganz viel Spaß dran,
zu überlegen, wie könnte eine Wohnung toll aussehen. Und dann habe ich meinem Vater auf unseren Spaziergängen, die immer so am Wochenende Standard waren, immer sprudelnd erzählt, was ich mir da alles so überlegt habe und hatte den Berufswunsch, eben Architektin zu werden. So, das sind jetzt Punkte, da denke ich, können alle Leute irgendetwas finden, mehr oder weniger, je nachdem, wie ihr Leben verlaufen ist. Da gibt es Dinge, die einfach so, so besetzt sind. So, jetzt bin ich keine Innenarchitektin geworden, aber das eigentlich Spannende ist, ja, dann in der dritten Spielrunde geht es ja darum zu fragen, was ist der eigentliche Kern der Motivation, sprich intrinsische Motivation, sprich Wesenskern. Ja. Und da steckt einer von mir drin, es stecken noch mehr drin, aber einer ist, ich liebe es, etwas zu gestalten. Mhm. Und dieses, ich liebe es, etwas zu gestalten, finde ich im Laufe des Spieles vielleicht oder höchstwahrscheinlich noch in unterschiedlichsten anderen Tätigkeiten und Interessen. Weil ich tatsächlich später mal was mit Malen mache, weil ich vielleicht ein Spiel konzipiere, so wie ich. Das hat auch etwas mit Gestalten zu tun. Und sodass, wenn ich jetzt unabhängig davon, von der Tätigkeit, von dem Interesse weiß, was die eigentliche intrinsische Motivation ist, habe ich einen Spielraum und kann auf der Basis dieser Ergebnisse, von denen es ja nicht gerade wenig geht, gibt, dann anfangen in Richtung darüber nachzudenken, was heißt das jetzt für mein berufliches oder wie auch immer geartetes Leben? Das führt dann, ist ein Grundlagenspiel, das ist mir ganz wichtig. Das führt dazu, dann darüber nachzudenken, was will ich wirklich, wirklich? Trotzdem noch mal eine Frage, die so in die ähnliche Richtung geht wie vorhin. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, das Wesenskern, was du jetzt so genannt hast, oder eben intrinsische Motivation, also das, was wir wirklich aus uns heraus sehr gerne tun, ist das etwas, was ungefähr stabil bleibt während dem Leben? Also etwas, was wirklich so, so sich wie einen roten Faden durch unser Leben zieht? Ja, absolut. Also wenn es gelöst ist, abgelöst ist von der eigentlichen Tätigkeit, Und ich weiß zum Beispiel, ich liebe es, etwas zu gestalten oder ich liebe es, das muss ich gerade selber überlegen, Menschen miteinander zu verbinden oder ich liebe es, Ideen zu entwickeln, etc. pp. Das ist konsistent, das bleibt uns erhalten. Und der Gradmesser ist immer die Freude. Die intrinsische Motivation liegt ja in uns. Und das heißt, die kann ich nicht beeinflussen, aber sie ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Und das ist dann die interessante Frage, wenn ich dieses Wissen über mich überhaupt erstmal habe, wer bin ich, was macht mich aus, was ist wirklich mit Freude besetzt, was interessiert mich wirklich, wirklich, dann geht es ja darum zu gucken, welche Bedeutung. Dann erst kommt das Thema Bewertung, Bedeutung ins Spiel. Und das ist, nachdem wir das erhoben haben, also nachdem das Spiel gespielt ist. Wenn es zum Beispiel in die Richtung einer Visionsentwicklung geht, dann überlege ich mir, welche Bedeutung hat für mich persönlich, ich bleibe jetzt mal bei mir selber, dieses Gestalten. Welche Bedeutung hat Ideen entwickeln? Welche Bedeutung und welchen Wert messe ich dem, ich liebe es, Menschen zu verbinden, zu? Und das kann ich dann anschließend klären, indem ich zum Beispiel priorisiere und immer wieder in Verbindung mit dem Gefühl der Stimmigkeit in mir selber zu sagen, wie wichtig ist mir das? Und dann sagt vielleicht jemand, ich habe einen Wesenskern, ich muss gerade überlegen, ich habe also eine absurde Szene noch im Kopf vom Kino gestern Abend, wo ich einen Film geguckt habe und dann dachte, da gibt es ja immer diese ellenlange Zeit vorher, wo Filme vorgestellt werden, Werbung gemacht wird und so weiter und so weiter. Und ich habe gedacht, so wegen mir kann man das ja völlig knicken. Ne? Also ich brauche das nicht. Aber dann habe ich gedacht, vielleicht ist das ja so, dass es Menschen gibt, die sowas lieben. Es gibt alles. Und was könnte deren Wesenskern sein, so etwas zu lieben? Und ja, also
die Wesenskerne, die ich habe, um es nochmal zusammenzufassen, werden erst hinterher einer Bewertung zugeführt und dann eröffnen sie einen Gestaltungsspielraum im Zusammenhang mit der Frage, wo könnte es für mich im Leben hingehen. Aber eigentlich sind wir dann trotzdem eben, also es ist so ein roter Faden, der sich durchzieht, das ist ja dann noch recht abstrakt, aber in der Ausgestaltung sind wir da, haben wir ja 1000 Möglichkeiten. Also du könntest ja auch so gestalterisch, entwicklerisch tätig sein, wenn du Autorin wärst oder wenn du alles und jedes in der Forschung wärst oder so. Der rote Faden ist einmal, es zieht sich etwas durch die Lebensbiografie durch. Und in den allermeisten Fällen, ich habe sowas jetzt nicht wissenschaftlich alles im Detail ausgearbeitet, das ist nicht mein Ziel, sage ich aber trotzdem, es ist eigentlich, das Entscheidende ist in der Kindheit angelegt. Und es zieht, es findet sich immer wieder, insofern es unverändert eine Bedeutung für uns hat, weil wir können ja gar nicht anders, wenn wir die Möglichkeiten auch dazu haben, die Dinge zu leben, die unser Ding sind. Wir tun es einfach. Mhm. Und das ist eher eine Frage, wie werde ich mir dessen bewusst, als sie zu fragen, wo gibt es das überhaupt? Mhm. Es gibt es. Punkt. Und der rote Faden lässt sich dann erkennen, also mir geht das ganz oft so, wenn ich mit den Leuten gespielt habe, ich sehe den sehr deutlich. Mhm. Sage aber nichts dazu, weil es die Aufgabe, nicht meine Aufgabe ist, sondern es ist die Aufgabe des Menschen, mit dem ich spiele, dann mir die Fragen zu stellen und zu sagen, wo er oder sie die Begleitung wünscht, in Bezug auf eine Weiterarbeit. Und der rote Faden, ja, wenn, ich glaube, es ist auch ein bisschen immer gefährlich, ihn zu statisch zu verstehen. Es ist nicht im Sinne einer Handlungsanleitung, so jetzt habe ich den, jetzt muss ich dem zwangsläufig folgen, sondern es ist eine Orientierung. Etwas, wo ich immer wieder hinschauen kann und wo ich gucken kann, je nachdem, wie mein Leben verläuft, wie es sich entwickelt, welche Optionen ich habe, wie viele Gestaltungsfreiräume ich überhaupt besitze, zu schauen, wo kann ich möglichst viel von dem, was mein Ding ist, auch dann umsetzen. Aber tun tue ich es. Und wie weit bin ich dann auf dem Weg, wenn ich meinen Wesenskern kenne, wie weit bin ich denn auf dem Weg zu wissen, was ich jetzt wirklich konkret machen will? Weil ich muss das irgendwie dann eben ich muss das irgendwie ausgestalten, ich muss es irgendwie mit einem Inhalt verknüpfen, mit einem konkreten Maßnahme verknüpfen. Was ist das Schwierige? Das Wesenskern, den Wesenskern finden oder das Ganze dann quasi eben kombiniert mit dem Inhalt? Ja, also das Spiel spielen selber ist nicht schwierig. Das erfolgt ja mit einem Spielanleiter, einer Spielanleiterin, die weiß, wie es geht. Ja. Runde 1 und 2 können im Prinzip alle Leute selber spielen. Runde 3 ist diejenige, warum ich sage, es braucht einen professionellen Beratungshintergrund, weil die intrinsische Motivation uns eben nicht bewusst ist oder nur in marginalen Teilen. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, zu erforschen, was genau ist es. Und damit die Leute ihre Antwort finden und nicht eine, wie man das so sagt, oder gibt es sowas wie eine korrekte Antwort? Nein, es ist immer eine Frage der Stimmigkeit, dass ich sage, genau das ist es. Und das ist ein Forschungsprozess und deswegen braucht es da Leute, die das entsprechend begleiten. Aber dann jetzt die wichtige Frage, wie geht's weiter? Das ist abhängig von der Fragestellung, die jemand hat. Ist sie ganz klar und jemand sagt, ich will einen neuen Job machen und ich brauche eine andere Stelle, ist ein Unterschied zu der Frage, ob ich über eine Selbstständigkeit und mein Alleinstellungsmerkmal nachdenke. Oder es ist, es sind ja auch noch zig andere Fragestellungen möglich. Eine Kollegin von mir, die setzt das Wesenskern oder Spieler oder hat es zumindest dafür eingesetzt, mit Männern zu erarbeiten, wie das mit dem Flirten besser klappen könnte. Die Idee dahinter ist, dass es einen bestimmten Menschen gibt, die so sehr von sich selbst weg sind, dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie eigentlich mit sich selber klar und stimmig sind und von daher gar nicht mehr das, was ihres ausmacht, in die Welt bringen können. Und wenn ich sie wieder mit mir selbst rückverbinde, dann kann ich auch ganz anders natürlich zum Beispiel auftreten im Umgang mit anderen Menschen. Mhm. Oder wenn es vielleicht eine Fragestellung gibt, das hatte ich auch schon mal, das war eine ältere Frau, die schon in die Erwerbstätigkeit beendet hatte und gesagt hat, vieles ging in meinem Leben nicht. Ich bin jetzt erst an dem Punkt, darüber nachzudenken, was ist meins und ich möchte gerne noch was leben von dem.
was meins ist. Und sie fragt dann so nach ihren Träumen oder nach dem Ehrenamt zum Beispiel, wo sie sich einbringen kann. Das wäre auch eine Option. Also es gibt eine ganze Reihe von Einsatzmöglichkeiten. Die Fragestellung letztendlich ist es. Und dann geht es eigentlich los. Und ich selber forsche schon sehr, sehr lange zu dem Thema, was ist eigentlich eine Visionsentwicklung? Früher habe ich gedacht, naja, das ist dieses eine große Ding. Und wenn ich es mal habe, das war es dann. Das sehe ich heute nicht mehr so. Das kann es so sein, dass jemand mit so einer Frage kommt. Aber ich glaube, es ist eine ganze Strecke an Möglichkeiten, die darunter auch noch subsumiert sind. Angefangen von der Frage, ich brauche einen neuen Job, was kann es sein? Angefangen von der Frage, ich habe die Freude im Leben verloren. Wie fühlt sich wieder? Angefangen von der Frage der Selbstständigkeit, was ich gerade schon angesprochen habe. Und was mein Ding ist, was ich wirklich, wirklich will, das hängt ja auch immer noch mal davon ab, wo im Leben bin ich eigentlich, dass ich überhaupt so eine Frage stelle. Nee. Und wenn ich sie wirklich habe, diese Frage, dann habe ich die Grundvoraussetzung dafür, mich überhaupt auf diesen Prozess einzulassen. Und gemeinsam mit einem Coach, einer Coachin dann zu forschen, was könnte es sein. Das läuft methodisch angeleitet. Also nicht einfach nur schauen wir mal, so, ne, wo es hingeht, sondern es ist methodisch angeleitet und begleitet. Und in meinem Fall ist es ist die Grundlage der Ergebnisse vom Wesenskernspiel die Ausgangslage. Also wir nutzen die Karten, die Kärtchen, die beschriebenen, um damit zu starten. Ja. Wie lange dauert so ein Wesenskernspiel so ungefähr? Ja, also Pi mal Daumen 3 bis 3,5 Stunden. Ich habe das bisher in der Regel immer an einem Stück gespielt. Jetzt geht heute oder spätestens Montag meine neue Website online. Da ist das Angebot nochmal verändert. Da besteht auch die Möglichkeit, es auf 2 Termine aufzusplitten. Das ist ein bisschen abhängig von wo komme ich oder wie viel Zeit habe ich zur Verfügung oder was will ich? Und es kann aber auch länger dauern. Also das hat damit zu tun, dass zumindest mich ziemlich viele Menschen aus dem Sektor hochsensibel, hochbegabt aufsuchen, die sich häufig dadurch auszeichnen, dass sie sehr, sehr viele Interessen haben und damit in der Spielrunde der Frage nach den Interessen und Tätigkeiten, die positiv besetzt sind, oft dazu führt, dass eine ungeheure Fülle an Material zusammenkommt, dann kann das auch mal länger dauern. Das entscheiden wir aber immer im Einzelfall, was, wie viel, wovon. Und mir ist es wichtig, dass es ausreichend Material ist, damit es eine solide Grundlage gibt für eben, was auch immer man damit machen möchte. Ja. Also angenommen, es kommt jetzt jemand zu dir, eine Person, die vielleicht auch unzufrieden ist mit ihrer Jobsituation, die merkt, das ist nicht mehr das, was sie fasziniert oder vielleicht war es auch gar nicht das und gerne herausfinden möchte, was würde mich denn wirklich interessieren, so beruflich. Wo hört denn das Spiel bei dir auf? Hört es da auf, wo wirklich der Wesenskern quasi klar ist oder hört es da auf, wo die Person dann eine klare Vorstellung hat, das könnte ich wirklich konkret jetzt vielleicht als Job oder als Beruf wählen. Also das Spiel ist erstmal das Spiel und dann ist es die Frage der Weiterarbeit mit den Ergebnissen. Ja. Und das Spiel hört letztendlich da auf, wo eine Person sagt, erstens mal, ich habe jetzt das gefunden, was ich suche. Das kann sich ja auch im Prozess verändern. Mhm. Aber das Spielerische an sich bleibt so lange wie irgend möglich erhalten. Also auch wenn wir in die Visionsentwicklung gehen, auch wenn es um das Potenzialprofil geht, wo es nochmal um das Thema Fähigkeiten und Stärken geht, das wäre auch eine mögliche Weiterarbeit mit den Ergebnissen, erhalte ich den spielerischen Ansatz so lange wie irgend möglich. Also auch meine ganze methodische Vorgehensweise ist immer wieder, naja, vielleicht kann man es am ehesten mit dem Tanz beschreiben, ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Wir schauen mal von der Seite, wir schauen mal von der Seite. Mhm. Was sehen wir dann? Was verändert sich dann möglicherweise? Das gilt generell so für meinen Coaching-Ansatz, dass ich immer mehr versuche, eben diese spielerische Leichtigkeit zu integrieren, weil es eben so hilft. Wir sind normalerweise, das gilt für uns alle, mit Scheuklappen unterwegs. Wir leben in unserer Welt. Unsere Wahrnehmung ist nun mal so gestrickt.
Und wir können logischerweise nichts Neues entdecken, wenn wir immer in das Gleiche gehen, weil das eben so ist. Und es hat ja auch seine guten Gründe, in welcher Form auch immer. Ich kann aber was Neues nur entdecken, wenn ich tatsächlich die Scheuklappen aufklappe oder vielleicht ganz weg tue und tatsächlich mich auch bewege und damit erst in die Lage versetzt werde, etwas Neues zu sehen. Und auch dieser Perspektivwechsel, finde ich, den kann man mit einem tiefen, tragischen Ernst versehen oder man kann ihn mit einer spielerischen Leichtigkeit versehen. Und einfach sagen, wenn es so nicht geht, dann vielleicht anders, ne? Und wenn dieser Schritt nicht funktioniert, um nochmal aufs Tanzen zurückzukommen, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück, starten nochmal neu. Es ist jetzt ein bisschen auf der Metaebene beschrieben, aber ich glaube, es wird deutlich, was ich meine. Ja. Was fasziniert dich an der Frage, was ist denn wirklich, wirklich das, was ich gerne tue? Ja, was mich daran fasziniert, das ist irgendwie mein Thema. Ich bin drauf gestoßen worden, als ich 2007 auf dem Kirchentag in Köln den Friedhof Bergmann von der Neuen Arbeit, Neuen Kultur in einem Vortrag gehört habe, der das unter anderem thematisiert hat. Und das hat mich sowas von angefixt. Und ich bin nach Hause gegangen mit der Frage und habe gedacht, wie geht das? Wie macht man das, herauszufinden, was man wirklich, wirklich will? Denn die Frage hat er ja nicht beantwortet. Und dann habe ich mich auf eine Forschungsreise begeben. Letztendlich, in einem gewissen Sinn endet die nie. Mhm. Und ist immer verbunden, logischerweise, erst auch mal mit der Frage, was will ich denn wirklich, wirklich? Mhm. Und das war der Anfang. Und das hat auch seine Zeit gedauert, weil ich erstmal mich überhaupt in das Thema hineinfühlen, denken musste. Ja. Erstmal herausfinden musste, gibt es da überhaupt schon irgendwas und wie machen das unter Umständen Leute? Und und immer verbunden mit der Frage, was ist denn meins? Mhm. Das habe ich irgendwann beantwortet bekommen, ohne zu sagen, das war es jetzt bis zum Ende meines Lebens. Es entstehen immer wieder neue Sachen. Das ist auch jetzt... Die neue Website wird einige Veränderungen mit sich bringen. Ja. Also ist auch das, mein nächster Schritt wird auch da wieder sichtbar und wer weiß, wo ich in 5 Jahren bin. Keine Ahnung. Klar. Ja. Und dann kam irgendwie die Idee vom Spiel. Wie ist die gekommen, von diesem Wesenskernspiel? Ja, also bevor ich den Friedhof Bergmann in diesem Vortrag gehört habe, habe ich schon am Beginn meiner Selbstständigkeit mit Hartz-IV-Empfänger und Empfängerinnen gearbeitet. Die, das war ja damals frisch auf dem Markt und damals noch mit der großen Hoffnung verbunden, man könne wirklich etwas für diese Leute oder für diese Zielgruppe erreichen. Mhm. Und in der Arbeit mit ihnen, in einem ganz klassischen Bewerbungstraining, habe ich auch das Thema Fähigkeiten, Eigenschaften, Stärken mit hineingebracht, was eher untypisch war und zumindest damals noch nicht in so vielen Ansätzen vertreten. Und ich habe gemerkt, wie belastet dieses Thema für diese Zielgruppe ist, weil sie immer im Vergleich sind. Weil sie immer sagen, boah, da gibt es so viele andere, die sind so viel besser ausgebildet, die können so viel mehr wie ich und sich damit abgewertet haben. Das war sozusagen die Folie, mit der ich auch dieses wirklich, wirklich wollen dann gehört habe. Und die mich auch bei der Überlegung, wie könnte das jetzt für mich aussehen, immer auch einen ganz wichtigen Hintergrund gebildet hat. Und als ich dann anfing, so langsam klarer zu kriegen, dass das Thema des wirklich, wirklich Wollens mein Thema ist, ein Teil meiner Vision, habe ich mich gefragt, wie kann ich das Ganze umsetzen? Und die ersten Ideen, die ich hatte, waren schon aus, sagen wir mal, im weitesten Sinne eines spielerischen Kontextes. Aber die ließen sich in dieser Form, weil viel zu aufwendig, viel zu teuer, gar nicht umsetzen. Ja. Und es hat letztendlich 1,5 Jahre von dem Moment an, wo ich in etwa klar hatte, wo es für mich hingeht, gedauert, bis die Spielidee kam. Und das hat mich sehr genervt, weil es war einfach wirklich anstrengend und da braucht es viel Geduld, die ich auch immer wieder mal verloren habe, weil ich dachte, das wird nie was. Also immer wieder zu spüren, da ist etwas und ich krieg's nicht zu fassen. Und ja, und kann man dann diese kreativen Momente erklären, wo es bling macht? Nee, kann man nicht. Ich habe mich nochmal hingesetzt im August 2010 und habe nochmal alles, was ich bis dahin über mich wusste, und was ich an Gedanken für so einen Ansatz zusammengetragen hatte, nochmal alles aufgeschrieben. Und da war wirklich von einem Moment auf den anderen die Spielidee auf einmal da.
Und dann war ich in einem wochenlangen Flow. Mein armer Mann kann da Lieder von singen, weil ich ihn ohne Ende zugetextet habe, bis ich dann klar hatte, es wird ein Spielfeld und es gibt diese grüne Figur, die ich dann mir eine Grafikdesignerin gesucht hat, mit der ich das umgesetzt habe und es mit ein paar Leuten ausprobiert habe und dann im März 2011 mit einem Prototyp gestartet bin und gedacht habe, jetzt gucken wir mal. Und es lief von Anfang an super. Mhm. Ja, so ist das entstanden. Ja. Das Spiel kann man kaufen, richtet sich aber eigentlich an Coaches. Das heißt, eben, du hast es vorhin schon gesagt, die Begleitung ist ja zentral dabei. Deshalb wahrscheinlich der Grund, dass er sich an Coaches richtet, das Spiel. Ja, jetzt nicht ausschließlich an Coaches, aber das ist sicher die vorrangige Zielgruppe. Ja. Entscheidend ist, dass es Menschen sind, die einen professionellen Beratungshintergrund haben. Wenn es um das Erarbeiten der Wesenskerne, der intrinsischen Motivation geht, da muss man einfach wissen, wie. Die Spielanleitung beschreibt das. Und es gibt auch zukünftig ein Angebot, wenn man dann nochmal einen Bedarf hat, sich beraten zu lassen, gerade wenn man am Anfang mit dem Üben da unterwegs ist. Mhm. Im Prinzip kann das in der Personalentwicklung eingesetzt werden. Also mein Kollege Daniel Grundke und ich, wir haben ja jetzt auf der Basis des Wesenskernspiels auch einen Teamentwicklungsansatz, Culture Play, mit dem wir jetzt unterwegs sind. Und das heißt, auch in Unternehmen kann das Spiel eingesetzt werden. Also ist diese Zielgruppe relevant, die sagt, irgendwann mal, wenn wir so weit sind, dass wir das dann auch auf den Markt bringen, da würde ich gerne mitarbeiten. Aber das ist in ganz vielen Kontexten. Ich kenne eine Pfarrerin, die das einsetzt. Sie hat das letztens mit einer Jugendlichen gespielt. Weil das trifft ganz, ganz viele Jugendliche, die immer weniger wissen, was sie noch jetzt, wie sie beruflich überhaupt unterwegs sein wollen. Mhm. Also die Bandbreite ist groß, entscheidend ist, ich habe einen qualifizierten Beratungshintergrund. Ja, ja. Vielleicht noch ein Wort zum Teamentwicklung in Unternehmen. Da geht es wahrscheinlich einfach darum, quasi die Menschen ihren Talenten entsprechend irgendwie einzusetzen, oder? Habe ich das? Ja, also generell, wir möchten gerne Unternehmen begleiten, die sich in diesem Kulturwandel befinden und wo der Mensch wieder wirklich in den Mittelpunkt gerät, wenn er es noch nicht gewesen ist. Und das Spiel hat auch hier mehrere Möglichkeiten. Zum einen verbindet es den einzelnen Menschen, der es spielt, wieder mit sich selber. Ein Bewusstsein darüber, was mache ich eigentlich tagtäglich wirklich gerne von dem, was ich tue, was interessiert mich. Und da ist ja auch die spannende Frage, was dann rausfällt. Mhm. Das kann ja auch Folgen dann hinterher fürs Team, fürs Unternehmen haben. Dann geht es darum, über die intrinsische Motivation wieder gut mit sich selber verbunden zu sein, auf etwas, was ich immer wieder Rückgriff habe, weil die Ergebnisse stehen ja den Leuten zur Verfügung. Mhm. Und dann ist das Entscheidendere, zu sagen, wenn das die Leute jeweils individuell von sich wissen, was verbindet dieses Team eigentlich gemeinsam? Was macht dieses Team gemeinsam stark? Was ist deren gemeinsame intrinsische Motivation? Mhm. Und letztendlich auf dieser Basis dann in ein Gespräch, in einen Dialog, was auch immer dann das Unternehmen wünscht, einzusteigen und zu gucken, wie kriegen wir das jetzt so umgesetzt, dass es uns, mit unseren Mitarbeitenden, mit uns als Führungskräften, mit uns als Vorgesetzten so gut geht, dass wir das beste unternehmerische Selbst, so haben wir das jetzt erstmal getauft, auch tatsächlich umsetzen und leben können. Da gibt es ja fantastische Vorbilder inzwischen, die unterwegs sind. Die Stille Revolution mit Obsthalsboom, mit der Hotelkette zum Beispiel und viele, viele andere, die Augenhöhe, Filme und Initiativen, die ähnliche Ziele verfolgen. Ja. Ja. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, das könnte was für mich sein, dieses Wesenskernspiel, einfach für mich, um für mich herauszufinden, was ich denn wirklich gerne tue, gibt es da irgendwie eine Liste von Coaches, die mit diesem Wesenskernspiel arbeiten, damit ich mir jemanden raussuchen kann, der in meiner Nähe ist? Oder würde ich mich da an dich wenden und du könntest mich weiterleiten? Oder wie gehe ich da vor?
Ja, leider nein, gibt es keine Liste. Das ist nochmal eine Überlegung für die Zukunft, ob ich das eventuell nochmal anlege. Das ist unter anderem dem Grund geschuldet, dass ich in den letzten 3 Jahren zweimal umgezogen bin und zweimal einen absoluten Neustart hinlegen musste. Jetzt hier in Hannover bin ich auch erst seit einem Jahr. Und meine Kapazitäten als Solounternehmerin begrenzt sind, das alles zu leisten. Ich weiß, dass es in der Schweiz schon relativ viele gibt. Ansonsten einfach recherchieren. Die Leute dürfen es ja auf ihre Website stellen, wenn sie mit der Methode arbeiten. Ja. Und ansonsten ist es für Leute, die jetzt weiter weg wohnen, leider schwierig. Also, weil ich habe es mal mehrfach versucht, das Wesenskernspiel über Skype zu machen. Das verlängert die Zeit um ein Vielfaches, weil ich ja alles wieder mitschreiben muss, was die Leute sagen, damit ich die Ergebnisse eben auch vor mir habe. Das wirkt sich auch kostentechnisch aus. Das macht keinen Sinn. Vielleicht gibt es zukünftig da nochmal eine Online-Lösung. Das ist zumindest nochmal so in meinem Hinterkopf da. Aber jetzt eins am anderen. Jetzt ist erstmal das neue Konzept, die neue Website da. Recherchieren und mehr kann ich leider im Moment nicht anbieten. Aber was ich anbieten kann, das wird jetzt auch neu auf der neuen Website erscheinen, eine sogenannte Einsteigerversion zu spielen. Die ist auf 1 Stunde begrenzt. Man wählt, das ist auf der Website beschrieben, eine Kategorie aus diesen 4 Kategorien des Spieles aus. Kärtchen sind vorgegeben für den Einstieg. Man kann kurz und knackig mal einen Einblick ins Spiel bekommen. Entweder weil ich überlege, ich möchte es vielleicht für mich selber spielen, oder ich überlege, ich möchte das Spiel kaufen und möchte mir erstmal einen Eindruck verschaffen, wie das funktioniert. Oder ich habe es vielleicht gekauft und möchte nochmal für mich so ein Check-in haben. Weil es ist immer super, wenn jemand das Spiel kauft, es selbst gespielt zu haben, damit ich auch weiß, was das mit einem Menschen macht. Das würde ich sogar als eine Grundvoraussetzung beschreiben, das selbst erfahren zu haben. Gibt es aus deiner Arbeit, jetzt konkret mit dem Spiel, aus deiner Coaching-Arbeit, gibt es da irgendwie so Episoden, die bei dir so ein bisschen nachgeklungen haben, also die du wiedergeben könntest, so als Beispiel, was da als Prozess vor sich geht? Oh, da muss ich jetzt mal nachdenken. Also generell ist es einfach so, dass in dem Moment, wo das Spiel beendet ist, die Leute einfach tief berührt sind. Das ist etwas, was sich immer wieder mir stark einprägt. Also was es mit einem Menschen macht, wenn er in so einem Umfang über sich selbst so viel Wunderbares erfährt. Das ist immer wieder berührend, beeindruckend. Das ist das, was mich wirklich glücklich macht und wo ich sage, da bin ich immer wieder im Flow, da, weil ich sehe, das, was ich mir erhofft habe, funktioniert wirklich. Und ansonsten ist es ja ein Stück weit davon abhängig, ob die Leute mir ein Feedback geben, was sie damit machen. Also hier das mit dem Flirt-Coaching, was ich vorhin erwähnt habe, fällt mir jetzt spontan ein. Oder mein Kollege, mit dem ich jetzt diese Teamentwicklung mache, die Entscheidung, das mit mir zusammen zu machen, war eine direkte Folge, dass er das gespielt hat. Also da hat sich für mich persönlich dann etwas entwickelt. Und ansonsten muss ehrlich sagen, jetzt so ein bisschen aufregungstechnisch gesehen, fällt mir auf den Augenblick nichts ad hoc ein. Sicher, aber ich kann es gerade nicht abrufen. Ja, alles klar. Wo findet man mehr über dich und dein Spiel im Internet? Ja, also auf der Website www.frei-räume.info. Ansonsten bin ich auf Facebook zu finden, auf Twitter, Instagram seit kurzem und auf YouTube. Da ist zwar einiges noch älter, aber das soll jetzt auch demnächst wieder neu bespielt werden. Ja. Aber wenn man da die alten Filmchen noch gucken will, dann ist es aus der Zeit, wo das Spiel damals, wir haben das ja über ein Crowdfunding bei Startnext finanziert. Aus dieser Phase gibt es mehrere kleine Filme. Inhaltlich hat sich da nichts geändert, außer dass ich nicht mehr ganz so schön bin, weil es jetzt ein paar Jahre her ist. Aber gut. Habe ich irgendwas vergessen? Muss ich gerade überlegen. Xing bin ich auch. Ja. Und die Website wird neu aufgelegt, hast du gesagt, aber die Internetadresse bleibt gleich.
Die Internetadresse bleibt gleich. Also man findet mich unter Freiräumen, man findet mich auch unter wesenskernspiel.de. Also das ist keine Herausforderung. Super. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Gut, sehr gerne. Vielen Dank. Und ja, euch alles Gute und ich bin gespannt. Danke. Ja.